Ja, moin Robin. Als du nach dem Trainingslager im Januar hier eingestiegen bist, hast du bei uns im Interview gesagt, dass du auf alle Eventualitäten vorbereitet sein willst. Jetzt nach gut 3 Monaten stehst du schon vor deinem fünften Pflichtspiel. Hast du damit auch rechnen können? Ja, ich glaube, man muss irgendwie mit dem Fuß und mit allem rechnen und doch kann man halt gar nichts vorhersagen. Also hätte mir im letzten Herbst dann jemand gesagt, dass du innerhalb von ein paar Wochen wieder in der zweiten Liga im Tor stehst, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, will ich sehen. Aber klar, bin jetzt happy, dass es so ist und freue mich jetzt aufs Spiel am Sonntag. Obwohl keins der letzten beiden Spiele gewonnen wurde, warst du zweimal in der Kicker-Elf des Tages. Ist das was, worauf du blickst, und ist vielleicht ein Grund dafür auch, dass du dich hier so gut einleben konntest, dass du jetzt schon so gute Leistungen bringen konntest? Ja gut, zuallererst würde ich am liebsten die Spiele gewinnen. Meinetwegen immer sehr gerne zu Null. Und klar, versuche ich genauso wie alle anderen am Wochenende meinen Teil dazu beizutragen, dass wir erfolgreich sind. Jetzt sind 2 Nominierungen in die Elf des Tages sind nett, sind schön, persönlich schön, aber letztlich haben wir 1 Punkt geholt und das ist natürlich alles andere als das, was mich begeistert und dann zufrieden am Wochenende nach Hause fahren lässt. Ja genau, du sprichst es schon an, ergebnistechnisch liefen die letzten Wochen nicht optimal. Du bringst mehr als 10 Jahre Profi-Erfahrung mit. Was kannst du deinen Teamkollegen in solchen schwierigen Phasen mitgeben? Also das Wichtigste ist, dass man bei sich bleibt, dass wir bei uns bleiben, dass wir auf das vertrauen, was uns in starken Phasen stark gemacht hat. Und dann sind es häufig Kleinigkeiten, also dass wir in der einen oder anderen Situation uns ein Ticken anders verhalten, uns ein bisschen cleverer verhalten. Und dann kann man das Ding umdrehen und dann geht es ja im Fußball, wie es jetzt in den letzten Wochen für uns in die falsche Richtung gegangen ist, kannst du dann ganz schnell wieder in die andere gehen. Trotz deiner langen Karriere feierst du jetzt am Sonntag eine Premiere, und zwar hast du noch nie gegen Hansa Rostock gespielt. Wie blickst du auf das Spiel in dem sicherlich ja gut gefüllten Ostseestadion? Die haben ja einen Zuschauerschnitt von fast 25.000. Was erwartest du da? Ja, ich glaube, Rostock ist durchaus bekannt dafür, dass das Stadion ordentlich brennt. Also darauf stellen wir uns auch ein, dass wir nicht nur gegen Elf auf dem Platz spielen, sondern auch gegen viele drumherum. Ich glaube, wir haben auf dem Betze eine angeheizte Stimmung erlebt, beim HSV auch. Es ist auch noch nicht so viele Tage her, von daher glaube ich, sind wir schon darauf vorbereitet, was uns da erwarten wird. Und ich freue mich drauf, wir freuen uns drauf, weil letztlich immer am letzten Ergebnis gemessen wirst und das steht halt im Moment gegen uns und das wollen wir am Sonntag ändern. Noch ein Wort zum Gegner vielleicht. Rostock befindet sich ja in einer noch schwierigeren Situation als wir im Abstiegskampf. Was erwartest du da für einen Gegner am Sonntag? Ja, das erste Heimspiel unter dem neuen Trainer. Ich glaube, wenn du einen Trainerwechsel hast, dann das erste Spiel 3-0 verlierst, kannst du nur eine absolute Trotzreaktion zeigen wollen zu Hause von den eigenen Leuten. Und auch das ist das, was dass wir da, denke ich, zu erwarten haben. Alles andere als ein Gegner, der uns da jetzt irgendwas erleichtern wird, damit brauchen wir uns gar nicht zu beschäftigen, sondern da wird es dann 90 plus x brennen und das muss uns bewusst sein ab 13:30 und dann gehen wir Vollgas auch rein und im Idealfall fahren wir 3 Punkte zurück nach Kiel. Das wünschen wir uns für unsere Ostertage. Vielen Dank, Robin. Gerne.